Hallöchen, liebe Freunde, Yamato wieder hier, ja, huch, er lebt noch, er lebt noch, ja, man glaubt es kaum, ja, ich lebe noch tatsächlich, man mag es kaum glauben, zuallererst, im Hintergrund sieht jetzt erstmal eine kleine Gameplay-Aufnahme aus einem Black Ops 2 Bot-Game, das ich schon gezockt habe, dachte mir, nehme mal ein bisschen was auf. Der eigentliche Grund, warum ich mich jetzt derzeit bei euch melde, ist folgender, ich habe etwas bekannt zu geben. Nach knapp 2 Monaten Abwesenheit geschieht ein kleines Wunder, wenn man so will. I'm back to business, baby. Soll heißen, ich komme wieder zurück auf die Let's Play Bühne. Ja, huch, warum denn das? Bitte tut uns das nicht an. Nee, Spaß beiseite. Nee, ich bin wieder back to business, baby. Und hab dabei ein bisschen was geplant. Hab mir gedacht, ich werde jetzt mal ein paar Sachen bringen. Hin und wieder mal so ein paar Gameplay-Aufnahmen von dem Bot-Game. Von Black Ops 2 Multiplayer. Ja, ich zocke am liebsten Bot-Games. Wem stört, bitte, soll den Kanal verlassen. Nee, Spaß beiseite. Dann hätte ich noch geplant, für Mitte, Ende November wird kommen Assassin's Creed Unity, Singleplayer und Co-op. Ja, es gibt dort einen Co-op-Modus. Den werde ich zusammen mit dem lieben Razer Games zocken. Ja, ich habe mich mit ihm bereits schon abgesprochen. Wir beide würden das gerne machen. So, des Weiteren werde ich jetzt ein kleines Video einblenden. Ja, was hat denn das jetzt zu bedeuten? Warum war da jetzt auf einmal so ein kleines Video von Mittelerde-Mörder Schatten? Ja, ganz einfach. Ich habe es ganz frech installiert und dachte mir, ich nehme euch mit. Ich kam nur hin und wieder mal ganz kurz wo bei einem Gameplay-Video reingelurrt, um zu sehen, wie schön etwa ist. Aber mehr auch nicht. Das heißt, ich werde mit euch gemeinsam als Comeback-Fire Mittelerde Mordor Schatten zocken. Jetzt werden sich wahrscheinlich manche denken, ja, bei meinem PC wird das wahrscheinlich eh nicht möglich sein. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Und der Grund, ein weiterer Grund für mein Comeback ist mein PC-Umbau. Wie ich ihn umgebaut habe und was alles drinnen ist, schaut bitte in die Videobeschreibung. Und es wird auch wieder Minecraft geben. Ich hätte mir gedacht, eventuell hau ich wieder ein Singleplayer Minecraft raus und zwar mit Survival Island. Das Ganze dann mit Shader. Diesen Spaß lasse ich mir da nicht nehmen. Eventuell Survival Island, muss ich dann mal schauen. Und was auch wieder kommen wird, Minecraft Let's Play Together mit dem lieben Razer. So, das war's jetzt erstmal in Infos. Das war jetzt nur eine kurze Statusmeldung, ein kurzes Lebenszeichen von mir. Ihr wisst Bescheid. I'm back to business, baby. Ihr habt mich wieder. So, ich muss jetzt noch ein paar Dinge vorbereiten. Wollten mal kurz eine kleine Bekanntgabe machen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüdelü. Thank you.